Dingelingeling, wir sind in Dingelstedt und auf dem Weg zu Kai, der heute seinen Panda von uns bekommt. Antenne Thüringen, der dicke Dreier XXL. Kai! Das ist echt passiert, das gibt's ja gar nicht, oder? Grüß dich! Einen wunderschönen Freitagnachmittag. Bist du bereit für den Panda? Ja, die Aufregung war gestern so riesengroß. Also mittlerweile oder so habe ich mich mit dem Gedanken wirklich beschäftigt und kann es immer noch gar nicht glauben, was ich für ein Riesenglück hatte. Deine Augen strahlen jetzt noch. Ich bin bereit, ja. Also man hört das ja vielleicht von anderen, wenn die im Radio sowas gewinnen. Aber wenn man dann selber anruft und dann auf einmal ist man in der Leitung drin und hat dann den Moderator dann auch noch auf dem Ohr. Ja, Kai, du hast es echt geschafft, du hast gewonnen. Ich glaube, dann ist irgendwie, dann man glaubt gar nicht. Man steht so ein bisschen direkt neben einem selbst. Ich kann mein Glück bis jetzt überhaupt noch gar nicht fassen. Wahnsinn, ja, dann setz dich mal rein. Guck mal. Klein, flott, sehr sportlich. Ja. Die Pantherbären machen natürlich auch Die sind genauso kuschelig wie du. Ja, genau. Also ich glaube, da habe ich ganz, ganz, ganz viel Spaß und sage, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe und ich sage es wahrscheinlich noch 100.000 Mal. Herzlichen Dank und ja, also wirklich, ich freue mich riesig. Ja. Also macht es ein bisschen ganz einfacher in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren für mich, ein Auto zu haben, auf das man sich verlassen kann, wo man dann wirklich auch morgens zur Arbeit kommt, wo man dann auch nicht irgendwie Gedanken machen muss, springt er an, springt er nicht an. Erste Fahrt können wir machen, auf geht's. Schlüsselübergabe, Kai. Du bist dran. Sensationell. Nimmst du mich mit? Ich kriege jetzt eine kleine Runde durch Dingelstedt. Ja, komm, wir steigen ein. Auf geht's. Und beschreib mal. Also, man sagt ja so, neue Autos riechen ja. Ne? Und es ist in der Tat wirklich, es riecht ganz neu. Jawoll, guck mal. So, man kann es, glaube ich, hören. Fährt er direkt am Hochtouren hier. Gut, sehr gut. Und jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt, das erste Mal in so meinem ersten neuen Auto zu sitzen. Das ist schon echt ein starkes Gefühl. Du bist Altenpfleger? Ich bin Altenpfleger, hast du jetzt, ja. Und fährst dann immer zu den Omis und den Opis. Was haben die dazu gesagt, als sie gehört haben, du hast gewonnen? Ja, also zwei haben es tatsächlich gestern sogar auch im Radio gehört. Da war ich total überrascht, als ich heute Morgen bei denen war und die mich dann freudestrahlend empfangen haben. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was passiert jetzt hier. Und die haben sich dann sowas von mit mir gefreut. Einer hatte sogar ein bisschen Pipi in den Augen, weil die auch wusste, dass ich halt so ein altes Auto habe. Und das war einfach ein tolles Gefühl. Also es ist ohnehin ja sowieso schon immer ein tolles Gefühl und eine schöne Sache, mit den älteren Herrschaften zu tun zu haben. Aber als mich heute Morgen dann diese Oma dann so herzlich in den Arm genommen hat, ja, das war mega. Alle Daumen hoch und ja. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich, absolut. Ja, dann sagen wir Prost und allzeit gute Fahrt. Prost, auf und mit Antenne Thüringen. Prost! Der dicke Dreier. XXL auf Antenne Thüringen.